The Fall from Grace of a Living American Legend, 50 years in the making. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zählen wir unsere Favoriten für die Top 10 der karrierebeendenden Skandale. But now Lauer joins the ranks of disgraced media titans. Für diese Liste schauen wir uns die schlimmsten und bekanntesten Vorfälle an, die die Karriere eines Prominenten beendet haben. Hat einer dieser Menschen ein Comeback verdient? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Charlie Sheen. Dieser Schauspieler war jahrzehntelang erfolgreich. Seine Popularität im Mainstream reichte bis in die späten 80er Jahre zurück. Excuse me? Excuse you. You ought to spend a little more time dealing with yourself, a little less time worrying about what your brother does. That's just an opinion. In den 2010er Jahren erlebte er jedoch einen sehr öffentlichen Niedergang, der vor allem auf seine Drogensucht zurückzuführen war. Nach einem Reha-Aufenthalt wurde Sheen von Two and a Half Men gefeuert, weil er sich beleidigend über seinen Chef Chuck Lorre geäußert hatte. The show claimed that you were unable to perform your duties. They excited erratic behavior and derogatory public comments about the show. You claim it was wrongful termination. Is the truth somewhere in the middle there, Charlie? The derogatory stuff is true. Die Kündigung brachte dem Schauspieler eine Menge Publicity ein, ebenso wie sein zunehmend unberechenbares Verhalten. Er profitierte von dieser Publicity und fand immer wieder Arbeit, unter anderem in der FX-Sitcom Anger Management, die 100 Episoden lang lief. Guys, this is huge. This is bigger than huge. Sheens Stern ist jedoch unbestreitbar verblasst und er hat seit 2017 weder im Fernsehen noch im Film gearbeitet. Nummer 9. Armie Hammer. Dieser Schauspieler war in den 2010er Jahren auf dem Vormarsch und spielte in The Lone Ranger und The Man from U.N.C.L.E. mit, bevor er als Oliver in Call Me By Your Name von der Kritik gefeiert wurde. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. Aber im Januar 2021 brach alles zusammen. Damals wurden Textnachrichten veröffentlicht, die Hammers Gewaltfantasien enthüllten. For weeks I've been trying to process everything that has transpired. I am shocked, heartbroken and devastated. Auch andere Frauen meldeten sich mit Missbrauchsvorwürfen und die Frau, die die Originaltexte veröffentlicht hatte, beschuldigte Hammer, sie 2017 sexuell missbraucht zu haben. Der Schauspieler stieg aus einer Reihe von Projekten aus oder wurde gefeuert und zog auf die Kaimaninseln, wo er Berichten zufolge als Timesharing-Verkäufer arbeitete. I'm not responding to these expletive claims, but in light of the vicious online attacks against me, I cannot in good conscience now leave my children for 4 months to shoot a film. Nummer 8. Matt Lauer. Als einer der bekanntesten amerikanischen Nachrichtensprecher hatte Matt Lauer großen Erfolg als Co-Moderator der NBC-Sendung Today. Er moderierte die Sendung 20 Jahre lang, von 1997 bis 2017. We're very excited to be celebrating you, Matt. And Al and I were lucky enough to be here when it all started in 1997. In diesem Jahr meldete eine NBC-Kollegin, dass Lauer sie wiederholt belästigt hatte. In den folgenden Jahren gab es viele weitere Anschuldigungen und laut der Journalistin Ronan Farrow war NBC über Lauers rücksichtsloses Verhalten bereits informiert. The evidence in this book, the documentation and paper trail of settlements, reveals that there were multiple arrangements to keep women quiet, who had allegations against Matt Lauer years before this one that got him fired. Sie handelten erst nach den öffentlichen Anschuldigungen und feuerten Lauer im November 2017. Lauer und seine Frau ließen sich 2019 scheiden und Lauer hat Berichten zufolge seine Zeit damit verbracht, ein Enthüllungsbuch zu schreiben. It had been a stunning fall from grace for Matt Lauer. After his firing, his wife divorced him. He's selling his $44 million Hamptons home and went almost totally dark on social media. Nummer 7. Roseanne Barr. Es gab einmal eine Zeit, in der Roseanne Barr der heißeste Name im Fernsehen war. Ihre gleichnamige Sitcom war in den späten 80er und 90er Jahren ein riesiger Erfolg, lief 10 Staffeln lang und brachte Barr einen Emmy als herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedy ein. Oh, hold it right there. You were very, very mean to me and hurt my feelings today, and I'm not sure that I even want to talk to you yet. Die Show wurde 2018 wiederbelebt, lief aber nur eine Staffel, bevor sie wegen Barrs kontroversen Aktionen abgesetzt wurde. Am 29. Mai dieses Jahres schrieb Barr einen rassistischen Tweet, der sich gegen den Regierungsbeamten Valerie Jarrett richtete. Within hours, ABC pulled the plug on the show, saying Roseanne's Twitter statement is abhorrent, repugnant and inconsistent with our values, and we've decided to cancel her show. Die Reaktionen waren schnell und heftig. ABC stellte die Serie noch am selben Tag ab. Ein Spin-off mit dem Titel The Conners wurde ohne Barr produziert und sie verschwand aus der Fernsehlandschaft. I know Roseanne would want me to step in and watch over the family. No, it'd kill her.
But she's already dead, so carry on. Nummer 6. Jussie Smollett. Seit 2015 spielte Ex-Kinderstar Jussie Smollett die Rolle des Jamal Lyon in der Fox-Serie Empire. Is this your idea of a sick joke? Nah, me. You seem kind of jealous of the song I wrote for Mom, so I wrote one for you. Did you know about this? Die Show war sofort ein Erfolg, erhielt mehrere Emmy-Nominierungen und wurde vom American Film Institute zu einer der 10 besten Shows des Jahres gekürt. Im Januar 2019 fabrizierte Smollett ein falsches Hassverbrechen und wurde später von der Stadt Chicago verklagt. Breaking overnight. A law enforcement source familiar with the investigation tells NBC News that Chicago police are now looking into whether Empire actor Jussie Smollett actually paid 2 men to fake an attack against him. Die Polizei hatte eine Klage eingereicht in der Hoffnung, über $130.000 zurückzubekommen, die sie vergeblich für die Untersuchung von Smolletts Lügenmärchen ausgegeben hat. Er wurde auch aus Empire gefeuert und ist seitdem nicht mehr im Fernsehen aufgetreten. Im Dezember 2021 wurde Smollett in 5 Fällen von ordnungswidrigem Verhalten schuldig gesprochen und zu 150 Tagen im Bezirksgefängnis verurteilt. There are people that are actual, genuine victims of hate crimes that you did damage to. I don't know how this is going to impact other people, if they're going to be hesitant to come forward because they're going to think that they're going to be accused of acting like you. Nummer 5. Bill O'Reilly. Bill O'Reilly, einer der beliebtesten konservativen Kommentatoren, war bekannt als Moderator von The O'Reilly Factor auf Fox News. Hi, I'm Bill O'Reilly. Thanks for watching us tonight. We'll have the Talking Points Memo a bit later on, but first an interview with Donald Trump. Sie lief 21 Staffeln lang zwischen 1996 und 2017. Die Sendung war ein enormer Erfolg in den Einschaltquoten, doch als die Abrechnungen gegen O'Reilly bekannt wurden, fand sie ein jähes Ende. Die New York Times enthüllte, dass O'Reilly Ziel von 5 Klagen wegen sexueller Belästigung gewesen war. The path to O'Reilly's ouster began 2 weeks ago with a New York Times investigation, revealing that 5 women, including guests and employees of his show, had been paid $13 million in settlements. Sowohl er als auch Fox News zahlten Millionen an Abfindungen. Die Werbekunden stellten ihre Unterstützung für The O'Reilly Factor nach Bekanntwerden der Nachricht ein und Fox feuerte seinen beliebtesten Moderator. Danach begann er einen Podcast namens No Spin News zu moderieren. Bill O'Reilly here, welcome to the No Spin News. Nummer 4. Kevin Spacey. Nur wenige Schauspieler sind so weit in Ungnade gefallen. Kevin Spacey gilt als einer der beliebtesten Schauspieler seiner Generation und wurde für seine schauspielerische Leistung mit 2 Academy Awards ausgezeichnet. Mit seiner Rolle als Frank Underwood in House of Cards hat er außerdem den Erfolg von Netflix mit eingeleitet. Doch 2017 beschuldigte der Schauspieler Anthony Rapp Spacey des sexuellen Fehlverhaltens, woraufhin sich 15 weitere Personen mit ähnlichen Vorwürfen meldeten. Spaceys Karriere brach zusammen und er wurde von allen zukünftigen Projekten gefeuert. Very short time since the first person came forward, they have essentially written him out of House of Cards and he's been cut from a film that is set to come out in December. Seine letzte große Rolle war die des Doc in Edgar Wrights Baby Driver, aber er hat auch Rollen in kommenden Filmen. What I think we're seeing is strength in numbers and a little less fear that speaking your truth will end your career. The voices of male accusers now a powerful part of the chorus. Nummer 3, R. Kelly. R. Kelly, ein großer Star der 90er Jahre, ist ein mehrfacher Grammy-Gewinner, der über 75 Millionen Platten verkauft hat. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Allerdings wurde er auch jahrzehntelang immer wieder des sexuellen Fehlverhaltens und Missbrauchs beschuldigt. Bis zur Veröffentlichung der Lifetime-Dokumentation Surviving R. Kelly im Jahr 2019, in der die Geschichte seiner Anschuldigungen aufgezeichnet wird, gelang es ihm, sich den Konsequenzen für dieses Verhalten zu entziehen. I felt like my silence allowed it to continue. I worked up the courage to come forward and tell my story. A part of me always felt like maybe I did something for him to treat me that way. I want my story to be heard. Nach der Veröffentlichung wurde Kelly von RCA Records fallen gelassen und wegen 9 Straftaten angeklagt. Er wurde der Schutzgelderpressung und des Verstoßes gegen den Mann Act für schuldig befunden, der den Transport von Frauen für illegale Aktivitäten regelt. Er wurde daraufhin zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt und muss 2023 erneut vor Gericht. And showed no remorse and in fact seemed to believe that as a music superstar he was somehow immune from having to behave lawfully. Nummer 2, Harvey Weinstein. Dieser Mann war einst eine mächtige Figur in Hollywood. Harvey Weinstein was the king of Hollywood.
a mogul with 81 Oscars to his name. Als Mitbegründer von Miramax und The Weinstein Company ist Harvey Weinstein der Oscar- und Tony-prämierte Produzent von Filmen wie Pulp Fiction, Good Will Hunting und Shakespeare in Love. Doch hinter den Kulissen nutzt er seine Macht und seinen Einfluss, um Frauen sexuell zu belästigen und anzugreifen. Die Dinge spitzen sich im Oktober 2017 zu, als die New York Times und der New Yorker über ein Dutzend Anschuldigungen gegen ihn berichteten und damit die #MeToo-Bewegung auslösten. It's been 5 years since allegations against Harvey Weinstein set in motion a movement that changed Hollywood and the world. Some women still hoping for justice. Insgesamt meldeten sich über 80 Frauen, die Weinstein der Belästigung und oder des Übergriffes beschuldigen, darunter auch die beliebte Schauspielerin Rose McGowan. Weinstein wurde in 2 Fällen angeklagt, für schuldig befunden und zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. We have breaking news for you. Harvey Weinstein is heading to prison. Judge James Burke in New York City just delivered the sentence 23 years. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Bill Cosby. Obwohl er seit den 60er Jahren ein erfolgreicher Komiker war, ist Bill Cosby vor allem durch seine Rolle als Cliff Huxtable in der enorm populären The Cosby Show in Erinnerung geblieben. It's under control, so no, no problem. Right. How do you expect to get into college with grades like this? No problem. Huh? See, I'm not going to college. Damn right. Während er in den 1980er Jahren als America's Dad bekannt war, änderte sich dies in den 2010er Jahren drastisch. Nachdem der Komiker Hannibal Buress 2014 auf die Vorwürfe gegen Cosby aufmerksam gemacht hatte, meldeten sich zahlreiche Frauen mit weiteren Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe, die bis in die Mitte der 60er Jahre zurückreichen. This round started off, believe it or not, as a joke. Back on October 16th, comedian Hannibal Buress says something that goes viral. Am 25. September 2018 wurde Cosby wegen schwerer unzüchtiger Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er blieb fast 3 Jahre lang hinter Gittern, aber seine Verurteilung wurde am 30. Juni 2021 gekippt. The Philadelphia Supreme Court threw out the conviction, saying Cosby's due process rights were violated. Cosby wurde zwar aus dem Gefängnis entlassen, aber seine Karriere ist praktisch vorbei. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von Mutschmojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.